Die Urologie am Krankenhaus Barmherzige Brüder hat eine lange Tradition. Schon länger gab es hier ein medizinisches Versorgungszentrum für Urologie und auch Belegärzte waren schon immer hier tätig. Seit Januar 2014, da wandelt sich das Ganze aber noch, denn aus der Belegabteilung, da wurde eine Hauptabteilung für Urologie und es gibt einen neuen Chefarzt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unseres TVA Gesundheitsforums. Beim Stichwort Urologie, da denkt man vielleicht zunächst mal an uns männliche Patienten. Das ist sicher nicht ganz falsch, aber die Urologie ist natürlich auch Ansprechpartner für Frauen, zum Beispiel bei Blasen- oder bei Nierenerkrankungen. Wir wollen Ihnen heute das Spektrum der Urologie noch etwas genauer vorstellen. Unser Schwerpunkt liegt heute auf Krebserkrankungen. Aber natürlich wollen wir Ihnen auch die Köpfe hinter diesen neuen Hauptabteilungen vorstellen. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass der neue Chefarzt der Klinik für Urologie heute bei uns ist, Dr. Wolfgang Leicht. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Abend. Schönen guten Abend. Danke fürs Kommen. Und Sie haben auch noch Unterstützung mitgebracht, Dr. Michael Semmelmann. Er ist niedergelassener Urologe in Nittendorf, auch als Belegarzt tätig hier. Herr Dr. Semmelmann, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Herr Dr. Leicht, wir stehen heute hier im Medizinischen Versorgungszentrum für Urologie. Ich habe unsere Zuschauer begrüßt auch mit der Aussage, es gab schon immer Belegärzte hier und jetzt gibt es eben eine eigene Klinik. Ich kann mir vorstellen, nicht alle Patienten sind mit diesen Begriffen so ganz vertraut. Erklären Sie uns doch nochmal, was heißt das denn für die Patienten in der Praxis jetzt hier? Letzten Endes heißt es, dass Sie hier im Medizinischen Versorgungszentrum, also MVZ, das ist die Abkürzung, werden Sie betreut wie einer normalen Praxis. Es ist so, dass wir hier alles vorhalten, die Praxisräume, Ultraschallgeräte, alles wird durchgeführt wie in einer normalen Praxis. Wir haben aber die direkte Verbindung zum Krankenhaus. Das heißt, auch das Krankenhaus ist der Eigentümer dieser Praxis und die Ärzte, die hier arbeiten, sind angestellte Ärzte des Krankenhauses und nicht selbstständige Ärzte wie in der sonstigen Praxis. Aber von der Versorgung her ist es genau das gleiche Spektrum und es gibt eben auch Kooperationen, wie zum Beispiel bei uns jetzt mit Dr. Semmelmann und der Frau Dr. Götz auch, die hier mit der Klinik kooperieren und ist letzten Endes eine optimale Möglichkeit für die Patienten, dass sie sehr nah an der Klinik letzten Endes auch schon betreut werden, sowohl vor als auch nach der Operation. Herr Dr. Semmelmann, je nach Bedarf können sich also die Patienten an den richtigen Ansprechpartner wenden. Bevor wir da noch auf die Einzelheiten eingehen, schildern Sie uns doch noch ein bisschen das Spektrum der Urologie. Gehört hat sicherlich schon mal jeder den Begriff. Was gehört da alles dazu? Ja, die Urologie befasst sich mit den ableitenden Harnwegen. Das heißt, bei Mann und bei Frau. Bei den Männern kommt dann noch zusätzlich das äußere Genitale dazu, was bei den Frauen ja ins Fach der Gynäkologie hineinfällt. Also betroffen sind dann mit Krankheiten, die urologisch gelten, die Nieren, die Harnleiter, die Blase, bei Männern dann die Prostata und das äußere Genitale. Dazu werden wir später auch noch mehr hören. Herr Dr. Leicht, jetzt habe ich gesagt, die Klinik für Urologie, die wandelt sich etwas, beziehungsweise sie gibt es seit Januar 2014, soll aber noch ausgebaut werden. Was soll denn da noch dazukommen die nächsten Monate hier? Ja, wir werden uns personell verstärken. Das heißt, wir werden auch weitere Kollegen, die ich von früheren Stellen schon kenne, hierher zu uns holen, die dann auch das Spektrum der Klinik weiter ausbauen. Wir können jetzt schon eigentlich das komplette Spektrum der Urologie anbieten. Es ist aber so, dass wir hier eben im Rahmen unseres MVZs auch spezielle Sprechstunden anbieten wollen. Das tun wir schon, aber auch das soll weiter ausgebaut werden. Und aufgrund der zunehmenden Patientenzahl ist es einfach notwendig, dass wir unser Personal aufstocken, damit wir auch eine optimale Versorgung der Patienten Tag und Nacht gewährleisten können. In der bisherigen Besetzung, wie es ja bis zum letzten Jahr eigentlich bei uns war, da war das nicht möglich, dass wir Tag und Nacht wirklich eine komplette Rundumversorgung anbieten konnten. Seit diesem Jahr ist es möglich, operativ, wie gesagt, von der großen Chirurgie bis zu den rekonstruktiven Verfahren, es wird alles angeboten. Jetzt kennen Sie Regensburg schon ein bisschen. Sie waren ja das Jahr zuvor hier auch als Belegarzt tätig. Verraten Sie uns noch, wo waren Sie denn vorher, bevor Sie nach Regensburg gekommen sind? Also gebürtig bin ich Würzburger. Ich bin Franke, das hört man auch am Dialekt. Die letzte Stelle war die Uniklinik Mainz. Mainz ist die größte urologische Klinik in Deutschland mit weit über 4000 stationären Patienten und
galt so früher in den 80er, 90er Jahren immer als die sogenannte Wiege der Urologie in Deutschland und auch europaweit, hat ein sehr großes Renommee. Davor war ich in einer ähnlich großen Klinik, das war ein städtisches Krankenhaus, das war Karlsruhe gewesen. Das ist auch eine Klinik mit 85 urologischen Betten. Das heißt, auch dort waren über 4000 stationäre Patienten im Jahr und das komplette Spektrum wurde auch dort angeboten, sodass die Ausbildung, sowohl die operative als auch die diagnostische Ausbildung, extrem breit war und wir hiermit eben auch die Option haben, dass wir uns sehr breit aufstellen können, um wirklich die komplette Urologie auch operativ als auch diagnostisch darstellen zu können. Die Uro-Onkologie beschäftigt uns jetzt noch genauer hier in den nächsten 20 Minuten. Und im ersten Block, liebe Zuschauer, da wollen wir jetzt zunächst mal über Prostatakrebs sprechen. Herr Dr. Leicht, alle Details zu erläutern, das würde unsere Sendung sprengen. Aber trotzdem würde ich Sie mal bitten, geben Sie uns mal einen groben Überblick. Ab welchem Alter sollte ich als Mann denn auf dieses Thema achten und welche Krebsarten unterscheidet man da? Also Prostatakrebs ist klassischerweise die Erkrankung des höheren Alters. Zur Vorsorge, und das wird eben auch angeboten und von den Kassen übernommen, sollte man ab 45 Jahren gehen. Bei einer familiären Belastung, das heißt, wenn schon bereits Vater oder Großvater an einem Prostatakarzinom erkrankt waren, dann empfehle ich auch die Vorsorge mit 40. Es ist wichtig, dass die Patienten eben auch schon frühzeitig betreut werden, denn dort ist einfach das Risiko, an einem Prostatakrebs zu erkranken, deutlich erhöht. Es ist also auch wichtig, in der Familie darüber zu sprechen. Herr Dr. Semmelmann, Vorsorge spielt wie bei vielen Krebsarten natürlich hier auch eine ganz besonders wichtige Rolle. Was können denn aber auch mal Anzeichen sein für einen Prostatakrebs, wenn ich vielleicht noch nicht ganz so alt bin oder mir da noch keine Gedanken mache eigentlich drüber? Ja, leider gibt es für Prostatakrebs keine Frühsymptome. In frühem Stadium ist der Tumor in der Prostata abgekapselt und macht spürbar keine Probleme. Gerade deswegen ist ja die Vorsorge wichtig, wie es gerade schon von Dr. Leicht erwähnt worden ist. Mhm. In etwas weiter fortgeschrittenen Stadien kommt es halt dann zu Problemen mit dem Wasserlassen. Es können Blutungen auftreten, es können Schmerzen auftreten, wenn meinetwegen durch den Tumor der Harnleiter verlegt wird und dann so eine Art Nierenkolik auch stattfindet. Aber das sind dann meistens schon Stadien, die fortgeschritten sind. Ja, soweit soll es natürlich möglichst gar nicht erst kommen. Ich kann mich erinnern, es ist auch noch gar nicht so lange her, da habe ich mit dem Vorsitzenden der Regensburger Selbsthilfegruppe gesprochen, der gesagt hat, naja, Männer trauen sich da nach wie vor eigentlich oft gar nicht so ran an das Thema oder auch zur Vorsorge und hat dann so ein bisschen die Frauen aufgerufen, schickt eure Männer, unterstützt uns da. Ist das tatsächlich so? Brauchen wir Männer da immer noch Unterstützung, wenn es um dieses Thema geht? Ja, ich glaube schon. Es ist so, dass allgemein eigentlich viel zu wenige zur Vorsorge gehen und wenn, dann oft schon in etwas höherem Alter, so ab 60 aufwärts. Ja. Und es ist so, dass bei mir in der Praxis bestimmt 50% der Vorsorgetermine von den Ehefrauen vereinbart werden. Ich brauche mal einen Termin für meinen Mann, ist dann immer der Spruch am Telefon. Und es ist aber wichtig. Es ist auch wichtig, mal auf seine Frau zu hören, liebe Zuschauer. Wir wollen jetzt aber auch nicht nur immer von den negativen Beispielen ausgehen, sondern wir wollen Ihnen das Thema Vorsorge noch ein bisschen genauer zeigen. Und wir haben mal einen Mann getroffen, der das ernst nimmt und der auch die Vorsorge wahrnimmt. Mittlerweile geht Michael Ott aus Regensburg regelmäßig zur Kontrolluntersuchung zu seinem Urologen. Er hat allerdings auch einen großen Warnschuss bekommen. Auf Anraten seines Internisten vereinbarte er vor rund einem halben Jahr einen Termin beim Urologen und der entdeckte prompt einen Prostatakrebs. Also ich war jetzt voriges Jahr im Juli, Ende Juli bei meinem Urologen, um wieder mal Werte bestimmen zu lassen. Daraufhin hat er Standsproben genommen und hat mich 3 Tage später angerufen, ich möchte bitte mal vorbeikommen. Und von diesen 12 Standsproben, die er genommen hat, sind 11 aggressiv mit Krebs belastet worden. Meine Frage war dann, was kann man machen? Medikamentös oder operieren? Dann sagt er, Medikamente gehen nicht mehr, ist zu spät, Operation, wenn, dann sofort. Gut 2 Wochen musste der 70-Jährige nach der Prostataentfernung im Krankenhaus Barmherzige Brüder bleiben. In dieser Zeit ging es ihm Tag für Tag besser. Danach waren noch 2 weitere kleinere Eingriffe nötig. Inzwischen aber geht es Michael Ott wieder richtig gut. Ich kann alles machen. Ich kann alles machen. Ich kann Sport treiben.
Ja, ich habe natürlich durch das, dass ich keinen Sport getrieben habe, nimmt man natürlich automatisch mal ein bisschen zu, was ich jetzt irgendwann vielleicht wieder in der nächsten Zukunft wieder zurückverwandeln sollte. Ja. Aber ich kann Sport treiben, ich bin auch noch berufstätig. Ja. In der Praxis bin ich berufstätig noch. Ist für mich überhaupt kein Problem. Es ist so, wie es, als ob fast nichts gewesen wäre, sage ich jetzt mal. Ja. Jetzt geht er regelmäßig zu den Kontrolluntersuchungen und hat auch seinem Sohn die Vorsorgeuntersuchung schon ans Herz gelegt. Vorsorge tut nicht weh. Wenn man regelmäßig zur Untersuchung geht, dann wird also niemandem, glaube ich wenigstens, soweit ich das Verständnis dafür habe, sowas passieren, was mir passiert ist. Ja, Herr Dr. Semmelmann, was würde man denn tun, um vielleicht einen Verdacht dann zu bestätigen oder auch mal einen Krebs auszuschließen? Ja, die Vorsorgeuntersuchung ist zunächst einmal nicht schmerzhaft. Das ist ganz wichtig, weil da halt immer Ängste da sind, die unbegründet sind. Was man macht, ist, dass man auf jeden Fall die Prostata mit dem Finger mal abtastet. Das ist so die Basisuntersuchung, um zu sehen, ob da eine verdächtige, harte Stelle zu tasten ist. Ja. Man macht einen Ultraschall, um zu sehen, ob irgendwelche Auswirkungen schon da sind, ob sich die Blase entleert, ob die Nieren normal funktionieren. Und das ist so die Basis. Man kann dann noch, um die Genauigkeit zu erhöhen, kann man noch einen speziellen Ultraschall machen vom After her, wo man die Prostata noch genauer sehen kann, ob da irgendwelche auffälligen Herde auftauchen. Und man kann dann eine Blutkontrolle machen mit diesem PSA-Wert. Das ist ein Tumormarker von der Prostata, der, wenn er erhöht ist, einen Hinweis gibt. Er ist kein Beweis, aber er gibt einen Hinweis. Hoppla, Vorsicht, aufpassen, da mal noch genauer nachschauen. Aber man kann es dann auch relativ genau eingrenzen, ob da wirklich ein Tumor vorliegt und ob man möglicherweise eine Operation dann braucht. Gut, man kann mit all den Untersuchungen den Verdacht erhärten. Wenn sich dann der Verdacht stellt, dann man sagt, ja, das ist wahrscheinlich was. Die endgültige Entscheidung, um zu sehen, ist ein Tumor da oder nicht, kann nur getroffen werden, indem man eine Gewebsprobe aus der Prostata entnimmt. Herr Dr. Leicht, jetzt stand auch mal der Vorwurf im Raum, die deutschen Urologen würden vielleicht zu viel oder auch zu schnell operieren, wenn es jetzt um das Thema Prostatakrebs geht. Aber da ist ja eigentlich noch eine große Mechanerie davor geschaltet, dass man nicht einfach leichtfertig operiert und sagt, jeder, der zu uns kommt, der wird operiert. So ist es. Also es ist die Tendenz eher dahingehend, dass wir aufgrund der verbesserten Diagnostik eigentlich die Tumoren mehr und mehr herausfiltern können. Die schlafende Tumoren sind, würde ich jetzt mal sagen. Das sind Tumoren, die letzten Endes zeitlebens zwar vorhanden sind, aber dem Mann jetzt in seiner Lebensqualität vor allem und auch im Lebensalter nicht beeinträchtigen werden. Die Diagnostik wird diesbezüglich immer besser. Das Kunststück letzten Endes liegt darin, dass man wirklich die Tumoren, die aggressiv sind und die lebensgefährlich sind, dass man die auch aktiv therapiert. Und da muss man halt sagen, dass die Tendenz immer weiter in die Richtung geht, dass man diese Tumoren immer besser herausfiltern kann. Welche Ängste oder welche Sorgen haben denn dann die Männer, wenn es tatsächlich vielleicht so weit käme, man müsste die Prostata entfernen? Und auf der anderen Seite, wenn es ganz gut läuft, so eine Operation, welche Lebensqualität erwartet mich dann auch wieder hinterher? Die Hauptangst besteht eigentlich darin, dass die Männer sich fürchten vor einer bleibenden Harninkontinenz. Das heißt, dass sie den Urin nicht mehr halten können, unwillkürlich verlieren, sei es bei körperlicher Belastung, sei es aber teilweise schon in Ruhe. Da muss man sagen, dass da die Rate aufgrund der verbesserten OP-Technik immer geringer wird. Das heißt, wir haben heutzutage nur noch ca. 5%, was jetzt nicht sehr viel ist, an Männern, die wirklich an einer bleibenden Harninkontinenz leiden. Aber auch da muss man sagen, haben wir inzwischen Möglichkeiten, auch das zu therapieren. Die zweite große Furcht besteht darin, dass die Männer sich fürchten vor einer bleibenden Impotenz. Das heißt, die Erektionsfähigkeit, dass die bleibend verloren geht. Auch da ist es so, dass aufgrund minimalinvasiver Verfahren, Lupentechniken, die wir verwenden bei der Operation, hochauflösende Bildverfahren, die wir verwenden, dass wir da sehr schonend operieren können, dass wir
bei geeignetem Tumor, und das ist ganz wichtig, es muss der geeignete Tumor sein, wirklich auch Potenzraten erhalten können von bis zu 80%. Und das ist eigentlich ein ausgezeichnetes Ergebnis. Wir sprechen jetzt noch über eine Krebserkrankung, die laut Spiegel Online die fünfthäufigste Krebserkrankung in Deutschland ist. Gemeint ist der Blasenkrebs. Die Deutsche Krebshilfe geht davon aus, dass bis zu 70% aller Blasenkrebserkrankungen, manche Ärzte meinen sogar noch mehr, leider auf das Rauchen zurückzuführen sind. Herr Dr. Semmelmann, ich selber muss ehrlich gestehen, ich habe mich mit dem Thema vorher gar nicht befasst, wusste das auch gar nicht so. Was können denn Anzeichen sein, gegebenenfalls für einen Blasenkrebs? Also das Hauptanzeichen für einen Blasenkrebs, wo man den ersten Verdacht hat, ist eine sichtbare Blutung über den Urin, vor allem wenn sie schmerzlos ist. Schmerzhafte Blutungen sind oft nur entzündungsbedingt, sind im Prinzip harmlos. Aber wenn eine Blutung auftritt, die keine Schmerzen macht, dann ist das für uns Urologen immer das größte Warnzeichen und der Hinweis, da könnte ein Blasentumor dahinter stecken. Es gibt auch andere Ursachen, aber das ist der erste Verdacht, den man dann nachgeht. Weitere Anzeichen könnten sein, eine im Urinuntersuchung mikroskopisch festgestellte anhaltende Blutung, der man dann auch irgendwann mal nachgehen sollte. Und je nachdem, wo der Tumor in der Blase liegt, können auch mal so Blasenreizbeschwerden mit vermehrtem Harndrang ein Hinweis sein. Das kann aber auch leider wieder schon der Fall sein, wenn der Tumor etwas fortgeschrittener ist. Wie kann man denn dann, wenn man so einen ersten Verdacht hat, so einen Blasentumor diagnostizieren? Ja, man macht einen Ultraschall und schaut sich die Blase an. Da kann man ab ungefähr einen halben Zentimeter, Zentimeter Größe kann man die Tumoren erkennen, wenn die Blase etwas mit Urin gefüllt ist. Aber die Hauptdiagnostik, wo man es dann sichern kann, ist eben eine Blasenspiegelung, die man machen muss. Wobei die heutzutage auch nicht mehr wie früher so schmerzhaft ist mit den modernen biegsamen Instrumenten. Das heißt, man hat eigentlich eine kleine Kamera und schaut dann mal in die Blase rein und schaut sich das direkt an. Herr Dr. Leicht, jetzt kann man da grob zwei Fälle unterscheiden. Es gibt kleine Tumoren, die man vielleicht mit so einer Blasenspiegelung noch entfernen kann. Und es gibt aber auch Fälle, da kann ich die Blase nicht mehr erhalten. Richtig. Gott sei Dank ist es so, dass die meisten Fälle tatsächlich über eine Blasenspiegelung mit entsprechender Mechanik am Gerät die Tumoren entfernt werden können. Und die meisten sind oberflächliche Tumoren und nicht sehr aggressiv. Aber, und das ist eben das Entscheidende, es gibt eben auch die Tumoren, die sich aus diesen oberflächlichen Tumoren entwickeln können zu muskelinvasiven Tumoren, sagen wir. Das heißt, das sind Tumoren, die in die Tiefe wachsen, die dann auch Anschluss finden an das Blutsystem und an das Lymphsystem und damit eben auch die Gefahr haben, dass sie metastasieren können. Das heißt, dass sie Ableger im Körper bilden können, die dann nur noch in einem palliativen Verfahren, das heißt mittels Chemotherapie, angegangen werden können und dann nicht mehr geheilt werden können. Bei den Tumoren, die in die Muskulatur einwachsen, müssen wir leider Gottes das erkrankte Organ, das heißt die Blase, bei der Frau Blase und Vorderwand der Scheide und beim Mann Blase und Prostata komplett entfernen. Was heißt es denn vielleicht für die Patienten im ersten Moment? Ich kann mir vorstellen, das ist ja ein ziemlicher Schock, wenn man erfährt, mir muss die ganze Blase entfernt werden. Das ist ein massiver Schock. Das ist zunächst mal der Gedanke, mein Gott, ich verliere meine Lebensqualität. Etwas völlig, völlig Selbstverständliches, das Wasser halten oder Wasser lassen geht verloren. Und ich muss mir dann natürlich Gedanken machen, welche Möglichkeit habe ich denn, um den Urin aus dem Körper herauszubringen? Und da gibt es eben verschiedene Blasenersatzverfahren, wie man sagt. Da gibt es grob zwei unterschiedliche Formen. Es gibt einmal die inkontinente Form, das ist ein Verfahren, wo permanent der Urin aus dem Körper herausfließt, wo ich aber den Urin nicht mehr zurückhalten kann, das heißt, ich kann ihn nicht mehr kontrollieren. Und es gibt eben die kontinenten Ersatzverfahren. Da gibt es grob zwei verschiedene Formen. Die eine Form ist eine wirklich orthotop gelegene Harnblase, das heißt, sie liegt an Ort und Stelle, wo die alte Blase, die originäre Blase gelegen war und wird an die Harnröhre angeschlossen. Das heißt, ich kann auch wieder auf normalen Weg Wasser lassen und auch den Urin zurückhalten. Die andere Option ist die Blase, die ich hinter dem Nabel anschließe und der Patient muss dann lernen, sich selbst über den Nabel zu katheterisieren, alle 3 bis 4 Stunden. Diese Ersatzblasen werden alle, egal ob inkontinent oder kontinent, aus Darmsegmenten gebaut. Das heißt, eigentlich aus körpereigenem Gewebe wird eine neue, wirklich so eine Art Blase geformt dann. Genau, es hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich. Das Beste ist immer das Original.
sage ich immer. Aber es ist doch so, dass wir da eigentlich eine relativ elegante, zwar aufwendige, aber elegante Möglichkeit haben, Ersatzblasen aus körpereigenem Material zu bilden und zu rekonstruieren. Ja, was ist das für ein Gefühl, wenn man so eine Diagnose bekommt, beziehungsweise wie kann man dann vielleicht hinterher mit so einer Ersatzblase umgehen? Das zeigen wir Ihnen jetzt mal in unserem nächsten Filmbeitrag, denn wir haben eine Patientin getroffen, die hat so eine Ersatzblase bekommen. Isabella Maria Hägelsberger bekam 2010 zunächst die Diagnose, sie hat Eierstockkrebs. War natürlich entsetzt und dachte, ja, das ist gleich wieder erledigt, wurde operiert. Dabei wurde festgestellt, dass ich auch Gebärmutterhalskrebs habe, auch Lymphknoten befallen sind. Nachdem die raus waren, wurde das erst festgestellt. Ich wurde also 6 Wochen später nochmal operiert. Und dann ging es mir aber wieder sehr gut. Und dann ein Jahr später ein Rezidiv, ein Jahr später Metastasen, dann nochmal. Doch die 55-Jährige hat nie aufgegeben, auch nicht, als ihre Blase entfernt und durch eine neue ersetzt werden musste. Die neue Blase habe ich seit Januar diesen Jahres. Es geht mir richtig gut damit. Ich kann mittlerweile auch fast jede Sportart wieder machen. Ich war schon beim Joggen. Ich kann schwimmen gehen. Ich muss die Blase alle 4 Stunden entleeren. Auch nachts. Ich stelle mir den Wecker. Ich muss mindestens 3 Liter Flüssigkeit am Tag trinken, damit sich der Schleim löst, der sich in dem ehemaligen Darm ja bildet. Soweit geht es mir ganz gut damit. Eine große, schwere Operation, aber es wird wieder. Es dauert, haben wir jetzt 3-4 Monate und dann ist man wieder fit. Herr Dr. Leicht, wie aufwendig oder wie routiniert läuft denn so eine Operation mittlerweile ab, wenn man für einen Patientin nochmal so eine Blase nachbildet? Der Patient ist meistens, kann man sagen, circa 2 Wochen im Krankenhaus stationär und wird anschließend dann auf eine Kur verlegt. Das Gute ist, dass die Patienten sehr gut nachbetreut sind. Das heißt, sie werden dann nach dem stationären Aufenthalt nicht alleine gelassen, sondern wir haben inzwischen hier in Regensburg und Umgebung ein exzellentes Netzwerk an betreuenden Pflegekräften, die die Patienten einweisen und die auch ganz genau wissen, wie solch eine Blase zu behandeln ist. Wie stehen denn generell die Heilungschancen bei der Diagnose Blasenkrebs? Abhängig natürlich vom Stadium, das ist klar. Je oberflächlicher, desto besser. Man kann sagen, dass bei der sogenannten frühen Zystektomie, also wenn ich einen Tumor habe, der gerade beginnend in die Muskulatur einwächst, dann habe ich Heilungsraten von bis zu 90%. Das ändert sich aber leider Gottes dann, wenn der Tumor tatsächlich Anschluss gewinnt an die Muskulatur der Blase und auch an das Gefäßsystem dann letzten Endes, da sinken die Chancen dann schon auf 60% und gehen dann rapide nach unten weiter. Unsere Sendung ist leider schon wieder zu Ende. Ich danke Ihnen beiden an dieser Stelle, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich denke, liebe Zuschauer, wir könnten da noch viel weiter erzählen, denn es ist ein spannendes Thema, die neue Klinik für Urologie hier am Krankenhaus Barmherzige Brüder. Für heute sage ich aber auf Wiedersehen. Ja, und ermahnen Sie nochmal, nehmen Sie die Chancen wahr, die Sie haben, zur Krebsvorsorge zu gehen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.